Heute geht es um autonom fahrende Autos. Und in meinem Video, was ich heute jetzt drehen werde, geht es um den Tesla-Event WeRobot, bei dem ich also nur auf die selbstfahrenden Fahrzeuge eingehen werde. Es gibt hier ein Video über die Androiden-Roboter, den Optimus von Tesla, über den ich ein ganz eigenes Video gedreht habe. Könnte für Sie auch interessant sein. Dann, wie die Funktionsweise dieser E-Robot-Taxi für den Anwender dann aussehen wird, was man da macht, wie das funktioniert. Dann die Kosten pro Kilometer dieses Fahrzeugs oder dieser Fahrzeuge, dieser Taxi im Vergleich zu herkömmlichen Taxi. Dann, wie man das alles versichern kann. Ja, geht gar nicht, ne? Doch geht. Und dann der Einfluss auf die Logistikbranche, die da kommt. Und dann die große Frage, ja, wann geht's denn los? Und beenden werde ich, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen einzuführen, das Video mit einem Zitat eines großen Schriftstellers, der sich um den Einfluss von Robotern auf unser Leben in seinen weltberühmten Geschichten gekümmert hat. Jetzt kommt's Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und haben Sie sich den E-Robot-Event oder WeRobot-Event von Tesla angesehen? Hier gibt es einen Livestream dazu. Ist aus meiner persönlichen Sicht sehr interessant. Und da kam Kritik auf. Ja, da standen Leute in der Ecke und haben die alle ferngesteuert und so. Nee, das waren die, die die Drohnen gesteuert haben, die da die Aufnahmen gemacht haben. Sicherlich waren da Leute, die das alles überwacht haben. Natürlich. Aber dass sie die so ferngesteuert hätten, kannst du vergessen. Viel zu komplex. Wer also mal Autorennen gefahren ist mit mehreren Ferngesteuerten auf dem Parcours oder wer auf dem Modellflugplatz mal geflogen ist, das alles da fernzusteuern gleichzeitig, kannst du vergessen. Können nur Computer. Bitte beachten Sie, dass Elon Musk seit geraumer Zeit als rechts gilt. Jetzt umso mehr als früher. Und das ehemalige Nachrichtenmagazin Deutschlands hat ihn nach Trump jetzt zum Staatsfeind Nummer 2 ausgerufen. Und ja, ich gönne diesem ehemaligen Nachrichtenmagazin noch nicht mal einen Klick. Darum gebe ich hier eine Quelle, eine Drittquelle an, die darauf dann verweist, hier die Quelle 2. Elon Musk, Staatsfeind Nummer 2, muss da wirklich keiner lachen. Ja, natürlich, es ist ja sowas von lächerlich. Heute will ich mal frei von der aktuellen Politik, nicht wertbasiert, sondern regelbasiert, ein paar Aussagen zu den Robotaxis machen. Alle Details, wenn Sie genau wissen wollen, was da im Einzelnen da war, ich habe zwei sehr, sehr schöne, umfangreiche Videos von sehr unverdächtigen Zeitgenossen, einmal Fraunhofer-Institut, einmal ein Tesla-Kanal, mir angesehen. Und da kriegen Sie hier die Quellen 3 und 4, kriegen Sie auch hier oben. Und wenn Sie das durchhaben, wissen Sie wirklich genau, was dort bei diesen Events gelaufen ist. Und beachten Sie bitte dabei, was wir hier in Deutschland denken, tun, machen und lassen. Das ficht die Welt nicht an. Das interessiert die nicht. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, ob wir es je waren, sei dahingestellt. Aber das, was wir tun, interessiert da draußen eigentlich die Welt nicht mehr. So, dass man früher zu Deutschland aufschaute und sagte, die können das, was die machen, ist bahnbrechend und führend. Nö, alles vorbei. Na, wir sind zwar noch die Wirtschaftsnation Nummer 4 auf der Welt, werden aber so langsam nach unten durchgereicht. Und wir sind auch nur 1% der Weltbevölkerung. Also insofern wird die Welt am deutschen Wesen nicht genesen. Und damit muss ich gleich hier den ewig gestrigen, den Zahn hier am Anfang des Videos ziehen, damit Sie hier nicht auf falsche Gedanken kommen, dass das alles nur Spinnereien aus dem Ausland wären oder so. Naja. Man hört bei uns so oft Aussagen wie, ich mag das Fahren durch die Landschaft, ich will den Motor hören, ich mag Autofahren. Also bis auf Motor hören, gehe ich damit, mag ich auch. Und es mag alles so sein, jeder Mensch hat die Freiheit, das zu tun, zu wollen und zu machen, was er will. Und das nennt sich Individualität. Nur die Kollektivisten, die sind dagegen, die versuchen, ihnen was zu verbieten. Na, ich will auch niemanden davon abhalten. Klar sollte aber jedem sein, wenn die Stückzahl der Verbrenner abnimmt, die bei uns gebaut werden, werden sie relativ teurer, weil die Fixkosten sich auf eine kleinere Anzahl von Pkw verteilen müssen.
Damit werden sie teurer. Man sagt immer, wenn die Produktion sich verdoppelt, sinken die Kosten pro Stück um 30%. Wenn man also richtig Millionen Stückzahlen herstellt, dann macht man richtig Kasse. Geht es zurück in die Hunderttausende, dann wird es doch auf einmal reichlich teuer, weil man diese sogenannten Economy of Scales nicht mehr hat. Und da steigen dann sowohl die Kosten pro Fahrzeug als auch die Kosten pro Kilometer als Gesamtkosten. Und wie viel Individualität will man sich dann in Zukunft noch leisten? Vor allem, kann man sich in Zukunft noch leisten? Wird man sich leisten können, Verbrenner in Zukunft noch fahren zu können? Ja, das wird die Frage. So, und wie soll man sich jetzt die Fahrt mit einem Robotaxi vorstellen? Nun, ähnlich wie eine Fahrt mit Uber. Ohne Fahrer. Ne? Gut, Uber kennen jetzt nicht so viele hier, weil in Deutschland das ja in sehr, sehr vielen Städten verboten ist. Und Sie können sich also, schauen Sie sich das Google Maps an. Viele werden Google Maps schon nutzen, wenn sie zu Fuß durch die Fußgängerzone laufen, wenn sie mit dem Radl unterwegs sind, so, dann läuft dieses Google Maps damit. Manche, die kein Navi im Auto haben, die klemmen sich das dann auch noch da rein und fahren dann danach. Und solche Apps wird es von jedem Robotaxi-Anbieter geben. So, und da geben Sie jetzt Ihren Startpunkt und Ihren Endpunkt ein. Und das Robotaxi wird Ihnen sagen, wann es bei Ihnen ankommen wird und wann es mit Ihnen dort ankommen wird. Und wenn Sie jetzt nun wissen, Sie wollen dann und dann losfahren, dann können Sie sich eine Fahrt buchen, und zwar eine Stunde oder zwei im Voraus. Und dann wird zu dem Zeitpunkt, wo Sie das Fahrzeug haben wollen, dieses Fahrzeug bei Ihnen sein. Und dann müssen Sie aufpassen, dass auch Sie dann dort sind. Ne? Weil wenn das Fahrzeug auf Sie wartet und Sie nicht kommen, wird es eine Blockiergebühr geben. Weil dieses Robotaxi sonst für jemand anderen noch hätte fahren können. Ne? So wird es also dann eine gewisse Zeit geben, die Ihnen das System gibt, dass Sie dann dort sein werden. Und Sie müssen dem System eine gewisse Zeit geben, bis es da sein wird. Und man wird natürlich auch zum Arbeitsplatz wiederkehrende Fahrten eingeben können, mit dem das System vorkalkulieren kann, sich darauf einstellen kann, wovon Sie dann die eine oder andere mal ganz kurzfristig absagen können. Solche Flexibilitäten wird es natürlich geben. Und es wird am Ende zu Toleranzen im Minutenbereich kommen. Das wird an sowas wird's nicht scheitern. Das System wird sich dann in einer gewissen Eingewöhnungsphase wird sich das etablieren. Und damit werden Sie wissen, was in diesem System möglich ist. Und das System wird wissen, was es Ihnen anbieten kann. Ne? Sie werden auch das Taxi bewerten, ob es da drin jetzt siffig war, ob es gestunken hat, was auch immer da los war, ob es pünktlich war oder nicht pünktlich war. Und das Taxi wird auch Sie bewerten, wie Sie sich benommen haben. Das kann man jetzt bei diesen ShareNow-Fahrzeugen sehen. Wenn man da also innen drin irgendetwas verkratzt oder so, weil die Leute vom Baumarkt Zeug mitbringen, dann wird man nachher von denen zur Kasse gebeten. Und diese ganzen Robotaxi-Betreiber werden natürlich zusehen, dass die Leute sich gut in den Fahrzeugen verhalten. Und da immer man sich identifizieren muss, man seine IDs angeben muss, kann man dann nachher natürlich von dem System auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, man muss sich ordentlich benehmen. Dann wird man auch ordentlich bedient werden. Und damit sammeln Sie jetzt, wie bei Google, die unterschiedlichen Unternehmen, sammeln Sie Punkte auf. Ich bin zum Beispiel jemand, der bei Google bewertet. Und diese Bewertungen bin ich mittlerweile einer der Hochbewerter. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich Daten von mir, wo ich bin, was ich tue, an Google an dieser Stelle weitergebe. Und es kann der Zeitpunkt kommen, wo ich auf diese Tätigkeit dann verzichten werde. Noch ist es nicht der Fall. Und da bin ich jetzt ein Hochbewerter und meine Bewertungen gelten besonders hoch. Ich wurde da schon geehrt und dies und das und jenes und so. Ne? Und solche Dinge wird es dann bei diesen E-Robotaxis auch geben, dass man also der Fahrer, der Mitfahrer, der Auftraggeber als auch das Robotaxi sich gegenseitig bewertet und man damit dann sich im Prinzip dann einschaukelt. Und wo liegt der Business Case nun für diese Robotaxis? Es sind die verbundenen Kosten. Ein Taxi kostet in der deutschen Metropole im Moment, weiß nicht so genau, 2,50 Euro, glaube ich. Dazu kommt dann die Grundgebühr, die kommt dann noch oben drauf.
Und in manchen Kommunen sind es 2,70 Euro, bei manchen kommt man noch mit 2,30 Euro klar. Also ungefähr dort liegt es. Übrigens eine ganz planwirtschaftliche Sache. Die Tarife müssen genehmigt werden, die Anzahl an Taxis werden geplant und, und. Also alles die reinste planwirtschaftliche Katastrophe, die am Ende zu diesen hohen Preisen dann führt. Ein E-Robotaxi kann für 10 Cent pro Kilometer bewegt werden. So, da gehört jetzt noch ein Gewinn drauf. Und dann sind das vielleicht 20 Cent oder auch 30 Cent pro Kilometer. Aber es ist im Prinzip eine Größenordnung geringer als ein normales Taxi. Und damit steht hier eine Disruption ins Haus. Immer wenn etwas nur ein Zehntel kostet, hat das einen rapiden Einfluss auf die gesamte Geschichte. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wie kann denn jetzt ein Tesla E-Robotaxi so billig sein? Nun, einmal, weil es mit Industriestrom fährt, der viel billiger ist als der Privatstrom, der hier noch aufgeladen wird mit allem Möglichen und natürlich da die Mehrwertsteuer auch noch weiter berechnet werden kann oder verrechnet werden kann. Und weil dieses Fahrzeug auf 1,6 Millionen Kilometer, also 1 Million Meilen, ohne Wartung des Antriebsstrangs ausgelegt ist. Und nennenswerte Bremskosten wird es auch nicht geben. Man wird dort keine Scheibenbremsen, sondern Trommelbremsen haben, damit dort dieses Rosten nicht stattfinden kann. Was man braucht, sind Luftfilter, Scheibenwischer, weil die Kameras ja auch eine gute Sicht brauchen. Und natürlich ist es so billig, weil es keine Kosten für den Fahrer hat. Und das ist der größte Punkt. Und dann wird es in Flottenstärke betrieben, das heißt Tausende an Fahrzeugen. Und dann schlägt die Economy of Scales zu. Also diese Größeneffekte, dass sich dann die Wartungseinrichtungen, wo dann Leute stehen, die Luftfilter wechseln und so weiter. Dann haben sie gezeigt, dass sie Roboter zum Aussaugen des Fahrzeuges planen. Das rentiert sich dann alles viel, viel mehr, wenn das einfach alles in großer Zahl ständig genutzt wird. Und denkt man dann noch an die Sammeltaxis, wie es sie in Asien gibt. Da fahren so diese Toyota Hiace, glaube ich, sind das, ne? Ja, ich glaube, so heißen die. Da die Achtsitzer fahren da durch die Gegend und dieser Robo-Van, der von Tesla jetzt vorgestellt wurde, geht in diese entsprechende Richtung und in Sammeltaxi wird die ganze Geschichte nochmal billiger. Man muss sich allerdings dann mit den anderen da in diesem Taxi liebhaben. Nun gut, ist halt so. Und jetzt kommen dann immer wieder die Aussagen der Ewiggestrigen, dass die autonom fahrenden Fahrzeuge nicht versichert werden können. Das wird nicht passieren. Es wird ganz anders sein. Warum? Nun, weil die Assistenzsysteme gezeigt haben, dass Autos mit Assistenzsystemen geringere Anzahl an Unfällen haben. Das war bei Tesla so. Die haben zu einem Zeitpunkt ihre Assistenzsysteme, die die Kunden mitgekauft hatten, scharf geschaltet. Da war, ich weiß nicht, 40% der Fahrzeuge hatte diese Assistenzsysteme, die nicht scharf geschaltet waren. Und als sie scharf geschaltet wurden, gingen die Unfallzahlen rapide, mächtig, wie heißt so schön, Double-Digit, prozentmäßig zurück. Also deutlich, deutlich gingen sie zurück. Und Robotaxi sind sinnvoll, sind ab dem Zeitpunkt sinnvoll, wo sie nur einen Hauch besser sind als die menschlichen Fahrer. Wir erwarten, dass das Robotaxi Faktor 10, Faktor 100 besser ist als ein durch Personen betriebenes Fahrzeug. Aber jetzt müssen wir mal ehrlich sein, diese Personen, die diese Fahrzeuge fahren, 85% der deutschen Autofahrer, so hat es eine Umfrage ergeben, halten sich für überdurchschnittlich gute Fahrer. Ja, 85% überdurchschnittlich, finde den Fehler. Also, soll heißen, so gut sind sie nicht und die Computer tun sich relativ leicht, auch nur einen Hauch besser zu sein als die Fahrer. Und wenn sich die Versicherungen nun nicht darauf einlassen, diese Fahrzeuge zu versichern, nun, dann werden die Autohersteller, Milliardenkonzerne, werden dann eigene Versicherungen gründen. Ne? Die Konzerne haben ja dann irgendwann auch bemerkt, oh, eine eigene Leasinggesellschaft macht ja viel Sinn, das lassen wir nicht den Banken, das machen wir lieber selber. Ne? So, also auch da werden sie daran gehen und werden sich versuchen, diesen Markt, auch den Markt der Versicherungen, zu holen. Nun, wer zu schlecht ist, der wird aussortiert, der hat dann heftige Versicherungszahlungen zu leisten. Aber schauen wir uns mal die Fahrzeuge von Google an, Waymo. Und die haben vor Jahren in Los Angeles bereits über 1 Million Meilen zurückgelegt. Und dieser 1 Million Meilen gab es 2 Unfälle.
beides ohne Personenschäden. Eine war fremd verursacht, ist einfach ein anderer in das Robotaxi reingefahren, was sich vollkommen vorschriftsmäßig verhalten hat. Und beim zweiten ist das Robotaxi von einer Spur auf die andere gefahren, im Tempo unter 10 Meilen pro Stunde und hat da einen Bus gestreift. Also da waren einfach nur, noch nicht mal Blechschaden, das war Kratzer. Ne? Das waren die beiden Unfälle auf 1 Million Meilen. Und da sieht man, wie gut die schon sind. Natürlich, das war damals, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, 8 Jahre her. Da war also, wie beschrieb es ein Zuseher hier, da ist ja jeder Kanaldeckel bekannt. Das ist ja alles exakt vermessen. Ja, natürlich. Ne? Und was macht Tesla gerade mit seinen ganzen Kameras und seinen ganzen Autos? Die vermessen die ganze Welt. Da, wo Autos fahren, da, wo Tesla fahren, wird vermessen. Und zwar heftig. Sodass dann diese Daten auch überall vorhanden ist. Auch jeder Kanaldeckel bekannt ist. Ne? Und wie teuer kommt sie nun ihr persönliches Auto? Der ADAC veröffentlicht regelmäßig Vollkostenrechnungen mit Versicherung, Wartung und Abschreibung, also Wertverlust. Und danach kostet ein Dacia rund 35 Cent pro Kilometer und ein Golf kommt so auf 50, 55 Cent pro Kilometer. Alles beim Kauf und nicht bei Finanzierung oder Leasing. Da kämen dann noch extra Zinssätze mit hinzu. Dann wird die ganze Fahrerei natürlich noch deutlich teurer. Und hier habe ich Quelle 5 für Sie, wo Sie diese Tabellen für Ihr spezielles Auto mal aufrufen können. Anders sieht es aus, wenn Sie gebrauchte Fahrzeuge fahren, dann ist der Wertverlust deutlich geringer. Und wenn Sie noch nicht so viele Kilometer drauf gefahren haben, sind auch die Wartungen oder sagen wir besser Reparaturen nicht so teuer. Wenn Sie aber viele Kilometer drauf haben, geben dann die Reparaturen am Ende auch hoch. Das ist alles bei diesen Kosten vom ADAC nicht mit dabei, sodass im Prinzip diese E-Robotaxi sich nur gegen am Anfang, nein, nicht nur, eigentlich besonders gegen Neufahrzeuge, die dann auch noch geleast sind, durchsetzen werden, weil da der Faktor, um den sie billiger sind, umso größer ist. Und der öffentliche Personennahverkehr, der ist ja unglaublich teuer geworden. Wenn man so anschaut, wenn wir hier bei uns von Seeshaupt am Starnberger See mit dem öffentlichen Personennahverkehr nach München reinfahren, das sind Preise, boah, das ist krass. Und wenn man sich dann die Mittelstrecke anschaut, wenn ich von München nach Frankfurt müsste, 400 Kilometer, dann zahle ich mit dem Robotaxi 80 Euro. Das ist meine Preisansage. Ne? Wie teuer ist denn die Bahn? Wenn man nicht viel Zeit hat, da und Holzklasse mit dem Deutschland-Ticket fährt, wozu man mittlerweile ja, sich das Tragen eines Kettenhemdes überlegen sollte. Und man braucht auch eine feste Blase, weil die Toiletten nicht so unbedingt immer funktionieren. Dann kostet das mit der Bahn ein Doppeltes. Nein, nicht nur ein Doppeltes, ein Mehrfaches. Also Bahnfahren ist auch richtig teuer geworden. Und die Robotaxi werden damit eine ganz, ganz starke Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr werden. Aber nach wie vor bleibt der Flixbus das Maß der Dinge und die günstigste Variante. Denkt man sich jetzt beim Flixbus noch den Fahrer weg, dann wird es billig. Ne? Also das wird die beste, billigste, nicht die beste, die billigste Methode zu fahren sein. So, und nun lehnen die Deutschen mehrheitlich diese E-Robotaxi ab. Da gibt es Umfragen dazu. Und da hat man Eltern befragt, so die absolute Killerfrage. Würden Sie Ihr Kind mit dem Robotaxi in den Kindergarten fahren lassen? Das ist die Frage. Wie viel Angst hast du um dein Kind? Wie viel Sorgen machst du dir auf dem Weg dahin? Und, und. Und die Antwort war überraschend. In USA und China, beide sehr, sehr gleich, lag die Zustimmungsrate bei 66%. 66% ließen die Kinder mit dem Robotaxi in die Schule fahren. In Deutschland genau andersrum. Da waren es nur 33%, die das befürworten würden. Ne? Der rückwärtsgewandte Deutsche Michel lebt halt noch im letzten Jahrhundert. Kann man da nicht anders sagen. Doch unsere Jugend ist schon anders, denkt da ganz anders. Und sie hat wegen der schlechten, extrem schlechten Parkplatzsituation in den Städten, der hohen Kapitalbindung eines Autos und den teuren Führerschein bei uns ganz andere Interessen. Ne? Auch die Ablehnung des öffentlichen Personenverkehrs durch diese Messerattacken, das ist eine schlimme Geschichte. Da gibt es die Quelle 6, messerinzidenz.de. Und da habe ich mal die Woche vom 21.10.24 bis zum 27.10.24 rausgesucht. Das ist jetzt also gerade die Woche, die vergangen ist. Da melden die Medien 82 Delikte. Das ist eine heftige Zahl.
Und die Woche zuvor, ja, da waren es sogar 83 Delikte, die da gemeldet wurden. Und da hat die Jugend nun immer mehr Probleme, mit dem öffentlichen Personenverkehr zu fahren. Sei es nun öffentlicher Personennahverkehr, aber auch dann der Fernverkehr an dieser Stelle. Vorteilhaft ist, wenn man nun ein eigenes Auto haben will, dann kann man sein eigenes Auto auch in den Pool dieser Robotaxis hineinmelden. So sagte es Elon Musk mal in der Vergangenheit. Ob das jetzt noch aktuell ist, weiß ich nicht. Man kann also sein Auto anschaffen lassen, also Geld verdienen lassen für einen selbst, wenn man es nicht braucht. Man macht Vorgaben, von wie viel Uhr bis wie viel Uhr das System das Auto nutzen kann. Man macht Vorgaben, wie viel Ladung am Ende noch drin sein soll, weil man es dann braucht und dann selber anschließend lädt. Oder dass das bringen soll mit genau dem Ladestand, der es vorher hatte, wie auch immer. Und das Auto fährt dann robotechnisch automatisch zum Laden. Er hat jetzt ja eine Induktionsladung vorgestellt und der Wirkungsgrad des Induktionsladens ist besser geworden. Allerdings verliert man da zusätzliche, ich glaube so 7-8%, was aber für so eine Robotaxi-Flotte jetzt nicht kriegsentscheidend ist, weil die Kosten da eh so niedrig sind. Mein Sohn hat damals in den USA, als er da war, hat er Uber genutzt und dort mit einem Fahrer sich mal genauer längere Zeit unterhalten. Und der meinte, wenn er mal schnell ein paar hundert Dollar zusätzlich braucht zu seinem normalen Beruf, zu seinem normalen Leben, weil irgendwelche Kosten angefallen sind, er braucht neue Waschmaschine oder irgendwas, ne, dann meldet er sich wieder an oder meldet sich aktiv und fährt dann Uber. Und zwar bevorzugt zu den Zeiten, wo Uber sehr wenige Fahrer hat, wo man also sehr viel Geld dafür bekommt. Und dann macht er mal schnell ein paar Hunderter und hat dann das Geld zur Verfügung, was er braucht. Und genau so kann man dann sein Fahrzeug in dieses System hineinmelden. Und der Markt macht dann seine Arbeit und sorgt dafür, dass das alles dann eine ordentliche Preisstellung bekommt und ja immer ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung sind. Dieses Hineinstellen in den Pool macht besonders auf dem Land Sinn, wo A, es sehr wenig Taxi gibt, die man so einfach rufen kann und holen kann, kommen lassen kann und wo man die Autos ja relativ lange Zeit auch rumstehen hat. Und da kommen wir jetzt gleich drauf, auf das längere Rumstehen, denn die Auswirkung auf die Automobilindustrie mit diesem E-Robotaxi wird disruptiv sein. Also komplett wird es hier auf dem linken Fuß erwischen. Das ist unglaublich wichtig, denn was machen unsere Autos die überwiegende Zeit, die wir sie besitzen, die wir sie haben? Nun, die Autos stehen rum. So rund 10.000 Kilometer, lass es 12 sein, ist egal. Rund 10.000 Kilometer fährt ein Pkw im Schnitt bei uns pro Jahr. Und bei einem Durchschnitt von ungefähr 40 Kilometer pro Stunde, das kommt ziemlich gut hin, wenn Sie mal Ihren Bordcomputer nullen und dann mal gucken, was Sie da für Durchschnitte erreichen, sind 40 Kilometer durchaus möglich. Und das macht dann 250 Stunden, die man im Jahr dieses Auto bewegt. Und ein Jahr hat 8.760 Stunden. Das heißt, 97% der Zeit steht das Auto rum. Ja. Schaut man sich jetzt Vielfahrer an, mit viel Autobahnanteil, die kommen auf einen Schnitt von 80. Ich habe es im Leben nie geschafft, mit meinem Auto über 75 im Schnitt zu kommen. Also 80 ist ein extrem hoher Wert. Und da denken Sie an ja, die Fahrt zur Autobahn, dann Auf- und Abfahrten, die ganzen Baustellen, die Staus, die Sie haben. Das senkt den Schnitt unglaublich deutlich. Also 80 ist ein sehr, sehr hoher Schnitt. Und wenn man jetzt 50.000 Kilometer pro Jahr fährt, also deutlich mehr als der Schnitt, dann ist man auch nur 624 Stunden unterwegs oder 7% der Zeit. Das heißt, 93% steht der Wagen rum. Bei den anderen waren es 97%. Ja? Also die Wagen stehen rum und werden nicht benutzt. Und nun kann man nicht alle Wagen die komplette Zeit vermieten, sondern Menschen müssen gleichzeitig fahren. Rush-Hour, gleichzeitiger Beginn irgendeiner Arbeitsschicht. Und deshalb gehen die ersten Auguren davon aus, dass man ja nur 2/3 der Fahrzeuge einsparen kann. Weil die Leute, die um 6 die Schicht anfängt, sind andere als die, die um 8 ins Büro gehen oder die erst um 9 Uhr ins Büro gehen.
So, also das sind sehr unterschiedliche Zeiten. Manche müssen weit fahren, manche fahren kurz. Und dass man da also ungefähr nur noch ein Drittel der Fahrzeuge benötigt. Das heißt, zwei Drittel der Fahrzeuge fallen für die Automobilhersteller aus. Wenn man annimmt, die fahren jetzt 1,6 Millionen Kilometer, haben die an Lebensdauer, dann brauchst du lange nicht mehr so viele Fahrzeuge zu bauen. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, der ganze Markt muss arbeiten und sich da einpendeln, der Arbeitgeber muss sich darauf einstellen und sagen, okay, wir fangen nicht mehr um 8 an, sondern wir fangen um 8.30 Uhr an, weil dann auf einmal für die Mitarbeiter das Fahren viel günstiger wird. Und dann verschiebt man die ganzen Schichten halt entsprechend um 30 Minuten rund um die Uhr. Dann kann man sich vorstellen, dass man auch auf ein Fünftel der Autos kommt, die sich ganz viel trauen, sagen, man braucht nur noch ein Siebtel der Fahrzeuge. Und während man heutzutage hohe Preise durch ja, Extra-Ausstattung, Exklusivität und erreicht und damit hohe Gewinne fährt, werden Robotaxi relativ Standard sein. Es wird gute geben, besondere und mittlere und schlechte, also Rent-a-Wreck und dann die Luxusfahrzeuge wird es alles geben. Aber die Konkurrenz wird das Geschäft beleben und wird diese Fahrzeuge billig machen. Das heißt, die Aufschläge, Gewinne für die Automobilhersteller werden geringer. Und die Fahrzeuge, Stückzahlen werden geringer, die Anzahl wird geringer. Und damit schaut es für die Automobilhersteller ganz schlecht aus. Also autonome Robotaxi sind der Tod für die Automobilindustrie. Da werden wenige Anbieter, die die besten Systeme anbieten, werden dann überleben. Natürlich wird es Nischenanbieter geben, die die Luxusfahrzeuge anbieten werden. Natürlich wird es das geben. Ne? Und es wird die Upper Class geben, die ihr eigenes Fahrzeug haben, das zwar auch autonom fährt, was aber nicht für andere vermietet wird, weil man seinen Flair und den Champagner kalt halten will. Ne? Ja, gut, also das wird es geben, aber das werden nicht die großen Stückzahlen sein. Dann schauen wir uns nochmal den Preis an. Wussten Sie, dass die Autovermieter und auch die Flottenbetreiber, so wie die Telekom mit ihren Fahrzeugen oder Logistiker mit ihren Fahrzeugen, dass die in der Regel 35% Nachlass bekommen auf die Listenpreise von den Fahrzeugen? Sie als Privatperson kriegen 10% Nachlass, 20% Nachlass, wenn das Modell schon mal ein bisschen älter ist und nicht mehr so gut läuft. Aber die bekommen 35% Nachlass und da sind dann sehr, sehr geringe Margen drin. Man lebt da von den riesigen Stückzahlen. Und wenn nun ja, der gesamte Markt nur noch aus diesen Flottenbetreibern besteht, werden die Margen sehr, sehr gering ausfallen für diese ja, Taxi-Anbieter. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Automobilhersteller dieses System selber anbieten werden, weil sie von diesen 10% Kosten auf die 10 Cent Kosten pro Kilometer auf die 30 Cent Kosten pro Kilometer, die man dann verlangen kann, weil sie da zwischendrin mehr Geld verdienen als mit den Produktionen von ihren ganzen Fahrzeugen. Mit dem Erscheinen der Robotertaxis wird sich ja, die Mobilität komplett, vollkommen ändern. Anfangs wird es ein bisschen schwierig werden, wenn sich diese Robotaxis die Straßen mit den noch selbstfahrenden Personen teilen, die da ein bisschen Homo sapiens technisch unlogisch reagieren. Und dann wird es aber besser werden und dann wird es Straßen geben, die nur noch fürs autonome Fahren freigegeben werden, um einfach hier den Verkehrsfluss hochzuhalten. Und dann werden ja, die Staus sich auflösen, dann wird die Transportkapazität auf den Straßen sich erhöhen, dann wird durch das Wegfallen der Parkplätze an den Arbeitsplätzen und zu Hause werden die Städte ergrünen, wird es viel wieder mehr Erholungsflächen geben und weniger Stellflächen für unsere Metallschachteln. Da wird sich also ein sehr, sehr positiver Einfluss in der Zukunft durch diese autonomen Fahrzeuge dann machen. Und die Transportkapazität der Straßen wird sich erhöhen, ganz deutlich. Und die öffentliche Hand wird sich auch überlegen müssen, ob sie nicht den einen oder anderen öffentlichen Personenverkehr und öffentlichen Personennahverkehr aufgeben wird zugunsten von diesem Robotaxi. Das wird auch für sie die Sache deutlich verbilligen. Wenn das dem so dann ist und die Leute das merken, dann wird es dem gesamten System öffentlicher Personennahverkehr und öffentlicher Personenverkehr in den Kragen gehen. Wir haben bei uns auf dem hügeligen Voralpenland, fährt die RVO, und da sind Busse
den ganzen Tag über komplett leer. Da schrieb mal eine Fahrerin einen Leserbrief in der örtlichen Zeitung, ja, ob sie da nicht zwei Schaufensterpuppen reinsetzen könnte, dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, oh, die Leute fahren Bus, dann fahre ich doch auch mal Bus. Ja, natürlich, zur Rush-Hour sind diese Busse auch voll. Wenn die Schüler mitfahren, ist das voll. Und gut, da, wo die Leute langfahren mit diesen Bussen, da sind nicht die großen, oh, sagen wir mal jetzt Arbeitgeber, dass diese Busse voll werden, weil sie zur Schicht müssen. Robotaxi sind das eine, der Schwerlastverkehr oder die Logistik ist das andere. Und aktuell laufen in den USA die ersten Hunderten an elektrischen Tesla Semi-Trucks, 40 Tonner. Und der Pilotkunde Pepsi hat knapp 100 Einheiten im Betrieb und hat damit beste Erfahrung gemacht, die ja hier Quelle 7 zum Besten gibt. Und was heißt jetzt hier, ja, zufrieden bei einem Konzern? Nun, das heißt, es sind geringe Gesamtkosten und eine hohe Verfügbarkeit. Und deshalb hat auch die DHL Supply Chain in USA jetzt Semi-Trucks im Einsatz. Und wer nun wissen will, was die so verbrauchen, die sind auf einen Testverbrauch von 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer gekommen. Und wenn man dann da also so eine ordentliche Batterie mit 800 Kilowattstunden drin hat, dann kommt man damit 600, 700 Kilometer weit. Und solche Supply Chain und Pepsi, die fahren ja von Hub zu Hub. Das sind ja bekannte Strecken. Mitunter hohes Gewicht, wenn also diese Pepsi voll beladen fahren. Das ist also richtig schwer. Und das schaffen sie auch an dieser Stelle, ne? Also die E-Lkw sind am Kommen und auch, ja, die deutschen Hersteller sind gleich auf mit dabei und haben auch die ersten E-Lkw schon am Laufen. Funktioniert also alles. Und das trifft nun auf ein Speditionsgewerbe, was riesige Probleme hat. A, sind die Preise im Keller und B, fehlt es immer mehr an Fahrern. Denn Truck fahren ist was ganz Besonderes, ne? Da hockst du den ganzen Tag alleine drin, hast keine Kommunikation mit anderen, lange Arbeitszeiten, Einsamkeiten, Pausen, wo du rumhockst. Ja, ist nicht so einfach, ne? Trucker zu finden. Und das muss man lieben, sonst macht man es nicht, ne? Und in den USA spricht man davon, oder sprach man vor ein paar Jahren davon, dass schon 80.000 Trucker fehlen. Und es sollen wohl noch mehr werden. Und dazu habe ich Quelle 9 für Sie von der BBC. Und da kommt das automatische Fahren für die Lkw gerade richtig. Und da sind die Strecken ja total bekannt. Das geht ja nicht irgendwo hier und da und dort, sondern von Hub zu Hub. Und nachher die Auslieferung, da finden sich noch leichter Leute, weil die abends immer wieder zu Hause sind. Von einem Logistik-Hub an die einzelnen Zielkunden zu fahren und dann wieder zum Logistik-Hub, da finden sich Leute. Aber die langen Strecken, ne? Da findet man nicht so viele Leute. Auch wenn viele Menschen in Deutschland diese E-Roboter-Taxis und überhaupt Fahrzeuge nicht mögen, wir müssen uns darauf einstellen, dass das in den nächsten Jahren kommt. Eher früher als später. Man hat ja ganz früh, oder sagen wir mal lieber Elon Musk, hat ganz früh getönt, dass er da 2017 quer durch USA fahren wird. Ist nun nicht so eingetreten, hat er noch ganz schön viel dazu machen müssen. Und dieses autonome Fahren wird so viel billiger sein, dass die Menschen sich darauf einlassen müssen, allein aus Kostengründen. Und bei uns hier wird es am spätesten kommen. Und ich habe ja schon aufgegeben, dass die deutsche Automobilindustrie das vollautonome Fahren schaffen wird. Jetzt gerade ging es wieder durch die Medien, dass Mercedes jetzt bis 95 Kilometer pro Stunde das zertifiziert hat. Allerdings habe ich noch kein Auto gesehen, das man damit kaufen kann, sondern nur, dass man es da schon mal zertifiziert hat, ne? Dass es schon mal geht. Und da sehe ich es also sehr, sehr schwierig und vor allem sehe ich den Ansatz nicht den richtigen, weil man ja diesen großen KI-Ansatz fahren muss, um all diese verschiedenen Situationen beherrschen zu können. Und man muss die Bilder von den gesamten Straßen haben, damit man weiß, was da auf einen zukommt, dass man weiß, wie das Fahrzeug reagieren muss oder dass das Fahrzeug selber, das Large Language Model, das dann wirklich herausfinden kann, wie es sich da nun verhalten muss. Und da sind unsere einfach nur weit abgeschlagen. Sie gehen mit klassischen Assistenzsystemen, mit Linienerkennung und so weiter, gehen sie da voran. Aber den allgemeinen Ansatz für alles, den haben sie an dieser Stelle nicht. Bei uns wird es am Ende dann tatsächlich kommen. Und schon viel früher werden unsere Automobilhersteller, ja, global massakriert werden, weil ja
die Leute sowas haben wollen. Und so war es hochinteressant, dass bei diesem E-Robotaxi-Event, bei diesem WeRobot, tatsächlich der Chef, der Vorstandsvorsitzende von Stellantis zu sehen war. Der war dort, stand neben dem Bruder, glaube ich, von Elon Musk. Das heißt, hier greifen nun die Automobilkonzerne bereits in Richtung der zukünftigen Anbieter dieser Robosysteme. Und da ist dann für Tesla zusätzliches Geld drin, was sie dort für ihr Robosystem dann im Prinzip verdienen können, dass also nicht nur ihre eigenen Autos, sondern auch fremde Autos mit ihren Systemen dort fahren werden. Und Google wird genau das Gleiche anbieten. Und von Apple hat man ja gesprochen gehabt. Ich glaube, das Programm hieß Titan, wo sie also diese Software entwickeln wollten, um sie dann dem Markt zur Verfügung zu stellen. Aber auch Apple hat gemerkt, oh, da brauchen wir ganz schön viel KI. Und die ganzen Daten zum Trainieren der KI haben wir nicht. Dumm, ne? Google hat's. Und Google ist auch auf einem Weg, der es am Ende schaffen lässt. Vor wenigen Jahren wurden in den USA bereits 50.000 Fahrten autonom verkauft. Ich glaube, das war 2020. Es gibt ein Video vom Lars Thompson, Zukunftsforscher, oder mit dem Lars Thompson wird er interviewt, von Mario Lochner, wo er diese 50.000 Fahrten in USA, verkaufte Fahrten, zitiert über Waymo, aber und ohne Sicherheitsfahrer, was damals bei Uber ja gezeigt wurde. Und im selben Zeitraum war es in China bereits 500.000. Die sind da schon deutlich weiter. Also da ist auch ganz große Konkurrenz im Kommen. 2025 beginnt Tesla dann in Kalifornien und in Texas, wo der Regulator, also der Staat, dieses autonome Fahren bereits zulässt. Dann mit dem vollautonomen Fahren ohne menschliche Überwachung. Und das überwachte autonome Fahren, dieses Full Self-Driving Beta, ist gerade bei der EU in Untersuchung. Und man kann davon ausgehen, dass wir im Laufe von 2025 in den bestehenden Teslas dieses Full Self-Driving Beta, was in den USA schon seit Jahren läuft, dann auch bei uns genehmigt bekommen. Old Europe ist halt immer ein bisschen hinten dran. Es gibt einen ganz, ganz tollen Kanal, der bereits zeigt, wie gut Full Self-Driving Beta in den USA funktioniert. Nennt sich Colors EV. Hier Quelle 11 und hier oben habe ich in die Playlist mit diesen Videos dann mal eingeblendet. Und ich kann jetzt schon die ganzen Cassandra-Rufe der Erzkonservativen zu sehr hören, dass das niemals klappen wird und niemals klappen kann. Und ich höre auch schon die Linken zu sehr, die Elon Musk als ganz üblen rechten Finger betrachten, dass das überhaupt nicht sein darf. Und beide Fraktionen sollten in sich gehen und sich überlegen, was sie machen, wenn es tatsächlich so kommt, wie ich Ihnen das jetzt schildere. Das sollten Sie sich überlegen. Also nicht, dass Sie da mitmachen müssen, Sie sind individuell, Sie können da machen, was Sie wollen. Aber wenn es so passiert und die klassischen Autos immer teurer werden, weil die Stückzahlen sinken, weil die anderen den Durchmarsch machen, gibt es ein Bild von in New York, Fifth Avenue, 1905 oder so, alles voll mit Pferdekutschen und ein Auto. Und dann gibt es das nächste Bild, ich glaube, das war 1913 oder so, alles voll mit Autos und nur noch ein Pferd drin. Also diese Wechsel gehen unglaublich schnell. Und was vor 100 Jahren hier noch 8 Jahre dauerte, das wird heute in wenigen Jahren, in halben Zeit, in Drittel der Zeit funktionieren. So schnell wird es gehen. Und beenden möchte ich das Video mit einem Zitat des Schriftstellers Isaac Asimov. Ja, wer Sci-Fi liebt, der wird sich schon gedacht haben, wer das ist. Der hat nämlich die 3 Roboter-Gesetze formuliert. Und der sagte, Zitat Anfang, anders als beim Schach, geht das Spiel im Leben nach dem Schachmatt weiter. Zitat Ende. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.